Lieben und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute gibt es mal wieder einen Weight Watchers Food Haul, beziehungsweise ist es natürlich auch für alle geeignet, die ja SEO machen, Low Carb oder sonstiges, weil das spielt ja alles so ein bisschen ineinander ein und ich habe mir eine Reihe ausgedacht, sagen wir es mal so, denn ich habe ja jetzt schon einen Food Haul von Aldi Süd gemacht, von DM. Und ich habe mir gedacht, so alle ein, zwei Wochen probiere ich einfach mal einen neuen Supermarkt aus, weil ich immer in dieselben Supermärkte fahre. Und ich habe mir gedacht, dann lernst du auch mal so ein bisschen das Programm von den anderen kennen und euch interessiert es bestimmt auch. Und deswegen habe ich mir gedacht, gehe ich heute mal zu Lidl. Beziehungsweise war ich bei Lidl und habe da echt coole Sachen gefunden. Ich schwöre euch, ich war noch nie bei Lidl, außer wenn ich mal eben schnell irgendwie einen Kaffee brauchte für unterwegs oder sonst was. Ich habe da noch nie so richtig Stöberella-mäßig meinen Tag gemacht. Sagen wir es mal so, und ich liebe Shoppen, ja. Ja, und ich habe auf jeden Fall richtig coole Sachen gefunden. Was das ist, zeige ich euch jetzt. Falls ihr noch nicht bei Instagram mein Follower sein solltet, tut es jetzt, denn da gibt es immer richtig geile Rezepte. Ich verlinke euch das hier unten, da glaube ich, ist ja immer spiegelverkehrt, in der Infobox. Dort findet ihr einfach einen Link, da findet ihr auch so meine Produkte, die ich richtig feiere. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Und jetzt starten wir mit was Coolem, denn ich habe Toastbrötchen gefunden. Und das für sage und schreibe, darf ich ja nicht sagen, durch vier Punkte, ne? Aber ihr wisst Bescheid. Es hat ja vier Weizen-Toastbrötchen drin von Graf Schafter. Mega punktefreundlich und echt dicke Dinger so. Also da könnt ihr auch wirklich ein bisschen satt von werden, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich kenne die Produkte alle noch nicht. Und davon musste ich direkt noch ein zweites mitnehmen, weil ich finde die auch echt einen mega coolen Ersatz für, wenn man so Sandwiches macht oder so, mal eben so ein schnelles Mittagessen. Theoretisch könnte ich mir die sogar als Burgerbrötchen vorstellen mit wenig Punkten. Ich weiß es noch nicht so genau. Dann habe ich hier mal die großen Getränke rausgeholt. Die sahen nämlich mega lecker aus für den Sommer, fand ich. Einmal Pink Grapefruit und normale Grapefruit und alles in Light. Wenn ihr mögt, sage ich euch auch die Kalorien einfach direkt dazu. Die von den Brötchen liegen bei, ich sag's euch immer, auf 100 Gramm. 220 und bei denen sind es gerade mal 2 und 3 Kalorien auf 100 Gramm. Mega, mega wenig. Ihr wisst, das sollte wohl keine Punkte haben, eventuell. Und ich liebe so Erfrischungsgetränke einfach. Die sind schon aufgetaut, sehe ich gerade. Oh. Und zwar habe ich ja eigentlich immer diese Laugenstangen. Daraus mache ich ja diese Proteinflammkuchen. Wenn ihr mir bei Instagram folgt, wisst ihr das. Da gab es aber leider keine Laugenstangen bei Lidl. Deswegen habe ich jetzt einfach mal Brezel mitgenommen. Ich hoffe, das funktioniert genauso wie die Laugenstangen, die ich immer mache. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Das Ganze liegt hier bei, ist eigentlich gleichzusetzen mit den Laugenstangen von Aldi. Und wir haben 293 Kalorien auf 100 Gramm, beziehungsweise auf ein Brezel sind es dann 220 Gramm. Und jetzt habe ich ein richtig punktefreundliches Eis gefunden, Leute. Das ist ja mega cool. Ich esse die super, super gerne. Wobei die auch irgendwie mal schnell weg sind, muss ich sagen. Aber die sind richtig punktefreundlich. Mega, finde ich richtig, richtig gut. Pro Stück haben wir hier gerade mal 85 Kalorien. Und da ich das jetzt direkt einfrieren werde, sehen wir uns gleich wieder. Tja, jetzt habe ich alles eingefroren. Da sehe ich hier gerade noch was ich eigentlich hätte mitnehmen können. Upsala. Das sind Rustipani, allerdings sind die nicht so punktefreundlich, wie ihr euch das wahrscheinlich erhofft. Ich sage es euch einfach mal, es hat 12 Punkte. Allerdings muss ich sagen, wenn ich nach so einem Ding satt und wenn ihr mal guckt, was so eine Pizza hat, um die, ich sag mal, 25 Punkte teilweise, finde ich es dann in Relation schon sehr punktefreundlich. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist an sich nicht so ein punktefreundlicher Snack, aber wenn ihr gerade richtig Bock auf Pizza habt und auch jetzt gerade gar keine Lust habt, euch irgendwie selber was machen, zu machen oder so, ich mache ja immer diese Backmischung von Mac Pikant. Die verlinke ich euch auch in der Infobox übrigens. Und dieses Ding ist echt saulecker. Genauso das wie mit Käse. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie viele Punkte das hat. Aber es ist echt eine Alternative. Es sind einfach mal die Hälfte an Punkten. Und ich finde, die machen satt. Also ich bin nach einem so einem Ding auf jeden Fall satt. So. Ich lasse es jetzt liegen. Das ist nicht so schlimm, wenn er da auftaut. Ne? Dann habe ich einfach nur ganz normale Äpfel mitgenommen. Und zwar sahen die so schön rot aus. Deswegen habe ich die mitgenommen. Die haben übrigens jetzt auch, was heißt jetzt? Ich war ja vorher nicht da bei Lidl. Aber die haben auf jeden Fall auch Bio-Sachen. Ziemlich viele im Angebot. Regional habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen.
Allerdings sind viele Sachen halt auch aus Deutschland oder so. Wie diese Möhren. Ich kaufe ja immer Bundmöhren wegen den Kaninchen, wisst ihr. Und weil die so gut duften. Ach, apropos Duft, Leute, ich zeige euch was. Habe ich das hier irgendwo liegen? Es gibt eine neue Haarkur, wenn mich ja mal alle wegen meinen Haaren fragen. Die ist so geil, Leute. Die ist, boah, die riecht. Oh mein Gott, ey. Die riecht so lecker nach Zitrone. Oh, die ist echt richtig feierlich. Ist nicht so eine ganz große Tube, muss ich sagen, aber ihr kommt schon ganz gut damit hin. Ich habe halt wirklich spezielles Haar, ne? Oh, ihr müsst die einfach mal wenigstens riechen. Ich verlinke euch die unten, die ist mega geil. So viel zu dem Thema Geruch. Dann habe ich was richtig Geiles gefunden. Und zwar haben die so einen mega Aufsteller, wo alles Superfoods drin sind, so Smoothie-Ergänzungssachen und sowas. Und da habe ich auch zugeschlagen, denn die hatten diese Kokoschips mit Schokolade und ich liebe die ja, wer mich kennt. Ich feiere die richtig. So sehen die aus. Ich weiß nicht, ist das eine eigene Marke, Summer Snack? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, es ist so eine Lidl-Eigenmarke. Wenn die so geil schmecken wie diese anderen, die ich immer kaufe, Halleluja. Und ich hoffe, die bleiben für immer. Aber ich denke, das ist so ein Saisonartikel. Hier sind wir bei 619 Kalorien pro 100 Gramm und die sind nicht punktefreundlich. Das ist eher so als Zusatz gedacht, wenn ihr die zum Beispiel auf euren Porridge, auf euren Overnight Oats und Esslöffel oder so drauf gebt. Dafür. Nicht zum so snacken, es sei denn, ihr habt Cheat Day, Leute. Und genauso verhält es sich auch mit diesem hier, der ja super, super leicht aussieht, so hellblau und türkis gehalten. Das führt einen echt stark in die Irre, muss ich feststellen. Ich habe mir richtig, richtig Mühe gegeben, überall gescannt und also echt geguckt, was könnte passen. Und ihr wisst ja, ich mache mal zwei Cheat Days, falls ihr es nicht wisst. Ich verlinke euch hier oben ein Video, könnt ihr reinschauen. Und dafür ist jetzt so ein Joghurt zum Beispiel. Das ist nämlich so ein Kokos-Sahne-Joghurt griechischer Art. Richtig geil, glaube ich, wird das schmecken. Aber das ist nichts für Weight Watchers-Tage. Dafür haben wir natürlich unseren altbekannten Skier. Beziehungsweise kenne ich den ja noch nicht von Lidl. Ich weiß nicht, wie der schmeckt, ob der jetzt anders schmeckt. Wobei ich ja immer diese Aromapulver reinmache von Flavesty. Wie gesagt, ist alles verlinkt unten. Dann schmeckt es richtig, richtig geil. Leute, probiert es, wenn ihr die Chance habt, irgendwo bei einer Freundin oder so ein Aromapulver zu testen oder bestellt es euch einfach. Ich habe auch einen Rabattcode dabei geschrieben. Das ist so geil, Leute. Ehrlich, ich mache es so oft als Mittagessen einfach, dass ich mir so ein Skier mit Aromapulver mache. Ich bin pappsatt, ich habe keinen Heißhunger. Es ist so geil. Ich habe es schon ganz oft in Videos gesagt, weil ich es einfach feiere. Es ist einfach so, ich würde sagen, das und meine Proteinshakes sind echt Lieblingsprodukte einfach, die ich so mache. Vielleicht mache ich mal so ein Monatsfavoritenvideo. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, falls ihr Bock darauf hättet. So, dann habe ich einen Eiskaffee gefunden und zwar einen leichten Eiskaffee mit ganz wenig Punkten. Ich bin gespannt, wie der schmeckt, aber ich glaube, der schmeckt geil, weil es gibt, glaube ich, von Aldi auch so einen fettreduzierten, zuckerreduzierten. Der schmeckt auch richtig, richtig lecker. So, ich habe noch so viel hier gekauft, Leute. Hier ist nochmal Skier. Davon brauchen wir ja immer massig. Und dann habe ich Skier Drinks gefunden und auch die haben mega, mega wenig Punkte. Und der ist einmal mit Pfirsich Maracuja. Lecker Schmecker. Finde ich echt ganz geil. Ich bin so ein Milchtyp, Leute. Ich bin einfach, ich brauche Pudding, ich brauche Joghurt, ich brauche Drinks. Auch andere Drinks, aber die auf jeden Fall auch. Zwischendurch, statt so einer Müllermilch, wisst ihr, was ich meine? Ist das immer eine ganz coole Alternative. Und auch der hat wenig Punkte. Erdbeer-Granatapfel. Dann habe ich aber noch einen mit Schokolade gefunden, der leider 2 Pünktchen mehr hat. Aber er ist halt aus Schokolade und Schokolade schmeckt immer geil. Also musste der auch mit. Und ich musste die jetzt wenigstens mal probieren, weil die sahen halt einfach mega, mega gut aus. Und die werden hier sicherlich nicht schlecht. Kalorien wollte ich euch sagen. Ich vergesse es die ganze Zeit. Tut mir leid, Leute. Ich bin echt im Punktewahn. Wir haben hier bei den fruchtigen 53 Kalorien. Bei dem schokoladigen sind es 54 Kalorien. Die Fettmenge ist halt einfach ein bisschen höher. Seht ihr schon hier vorne drauf. Hier haben wir einmal 0,2, hier haben wir 0,4. Woraus sich dann die erhöhte Punktzahl berechnet. So, dann brauchen wir Brombeeren. Ich habe noch nie so mega große Brombeeren gesehen. Oh, jetzt ist es so ein bisschen beschlagen. Seht ihr das? Voll die Monsterbrombeeren. Richtig geil. Und hier ist auch wieder was aus dieser, wie nannte sich das? Summer Snack Pure Line. Und zwar sind das weiße Maulbeeren. Wer es kennt, weiß, die sind einfach richtig, richtig geil. Und ich überlege gerade tatsächlich, die haben doch Punkte, oder?
viele Punkte haben die denn? Also die haben auf 100 Gramm 342 Kalorien. Ich habe irgendwie nicht nachgedacht, weil die Kinder sowas auch immer echt gerne im Müsli essen und so. Irgendwie habe ich nicht über die Punkte in diesem Fall hier nachgedacht. Das ist oft so, wenn man irgendwie gesunde Sachen sieht, dann denkt man, ach, das hat automatisch doch nichts. Es ist leider oft ganz anders. Aber hier habe ich was richtig punktefreundliches gefunden. Und zwar gibt es hier auch diesen Balance von Philadelphia. Der ist schon punktefreundlich. Der ist nochmal weitaus punktefreundlicher, denn der hat nur 3% Fett. Und ist sogar mit Kräutern mal, weil sonst hat man ja meist immer nur diese Standardvarianten. Fand ich mal cool, dass es da was anderes gab. Dann wieder unsere Zeros hier, ne, die wir immer brauchen für alles Mögliche. Ob zum So-Essen, zum Backen oder für Shakes. Und dann habe ich hier Kokoswasser gefunden. Habe ich da eigentlich zwei von mitgenommen? Ich überlege gerade. Nee, ich habe nur eins mitgenommen. Und zwar mit Ananas. Kokoswasser hat ja an sich, glaube ich, sogar gar keine Punkte oder vielleicht ein oder so. Aber dieses Ananas hat natürlich ein bisschen was. Von daher kommen da schon Punkte zustande. Aber es ist echt nicht viel, Leute. Und wir sind hier bei einer Portion, das wäre eine halbe Flasche, 53 Kalorien. Also quasi nix. So, was haben wir hier noch Schönes? Wieder mal Skier, hey! Wir sind wirklich im Skier-Wahn, das ist Wahnsinn. Ich kannte vor Weight Watchers keinen Skier. Wie geht's euch da? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ihr könnt einfach so hochwischen, die ganzen Videos hoch. Und dann kommt da so eine Leiste, wo ihr kommentieren könnt. Ich kannte es noch nicht mal. Das ist echt Wahnsinn. Und jetzt futter ich so viel davon. Übrigens richtig geil, habe ich hier gefunden. Black Buns, das sind so schwarze Burgerbrötchen. Und die haben super, super wenig Punkte für Burgerbrötchen. Was mich sehr freut, denn ich mache sehr, sehr gerne Burger. Und da kann man halt wirklich am meisten sparen bei den Brötchen. Das ist einfach so, da gibt es ja wirklich... teilweise haben die 10 Punkte oder so. Wirklich sehr punktefreundlich. Ich glaube, es ist aber so eine saisonale Geschichte, also wenn, dann schnell dahin. Dann habe ich hier Pekannüsse mitgebracht, weil die gab es bei Aldi irgendwie nie gefühlt. Keine Ahnung, vielleicht gab es die mal so als Sonderling, aber sonst gibt es die bei uns halt wirklich nicht. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie die schmecken, aber mir haben die in irgendeinem Rezept gefehlt und seitdem habe ich mir gedacht, wenn es mal irgendwann Pekannüsse gibt, musst du die mitnehmen. Ja, jetzt habe ich es und jetzt weiß ich nicht, ob egal, Nüsse sind immer gesund, ne? 731 schicke Kalorien auf 100 Gramm. Ein bisschen viel, aber Nüsse sind halt gesund und man gönnt sich dann halt eine oder so am Tag. Übrigens habe ich euch die Kalorien von dem Burgerbrötchen nicht gesagt. Das sind nämlich pro Brötchen gerade mal 141 Kalorien. Ganz, ganz wenig also. Dann hatten die Thunfisch im Angebot. Ich gucke ja nie so nach Angeboten, wer mich kennt. Aber wenn da gerade schon mal Thunfisch eine Dose für einen Euro ist, dann kann man auch schon mal drei mitnehmen, finde ich. Und das ist ja wieder unser Zero-Ding mit 107 Kalorien pro 100 Gramm. Dann Rama Cremefin brauche ich immer zum Kochen. Ist gar nicht so super punktefreundlich, muss ich sagen. Aber immer noch punktefreundlicher als Sahne oder sonstiges. Und ich finde, wenn man so ein richtig geiles Geschnetzeltes oder sonst was macht, braucht man einfach so eine leichte Sahnesoße und das ist halt echt, es rettet einen schon so ein bisschen. Sagen wir es mal so. Wir sind hier bei, auf 100 Milliliter 90 Kalorien haben wir da. Also für eine Soße okay, finde ich. Und dann habe ich was Cooles gefunden und erst wollte ich von Heinz Ketchup den leichten holen. Der war 50% Zucker reduziert. Und dann habe ich gedacht, ach komm, guckst du dir den auch mal an, weil der stand daneben. Das ist diese Eigenmarke. Und der, da stand Light drauf und der hatte einfach mal die... Ach, jetzt weiß ich, ich wollte es mir extra merken für euch. Ich glaube, hiervon könnt ihr 4 Esslöffel essen für einen Punkt. Und von dem anderen, glaube ich, nur 1 oder 2. Auf jeden Fall nochmal die Hälfte davon von dem Heinz Ketchup. Ihr wisst Bescheid, so sieht er aus, ne? Wenn ihr Ketchup mögt. Ich mag es noch niemals, aber manchmal braucht man irgendwie Ketchup so für ein Gericht oder sonstiges. Und die Kinder essen es halt auch. Und warum sollen die nicht auch ein bisschen auf Zucker? Ist halt einfach nicht gesund, ne? Jetzt habe ich hier gesehen, habe ich meine Aprikosen zerquetscht. Und nein. Ihr seht's, ne? Schon wieder ein Plastikbeutel, Leute. Ich wollte darauf achten. Aber ich hatte wieder nichts dabei und die Aprikosen, die konnte ich jetzt nicht so lose zack, zack, in den Wagen schmeißen. Was ich sonst zum Beispiel getan habe bei Bananen oder bei Zwiebeln oder sonstigen, was ich nicht extra einpacken würde. Aber da ging es halt wieder nicht anders. Ne? Genau, Zwiebeln ist jetzt nicht so spannend, würde ich sagen. Ne? Kennt, glaube ich, jeder.
Aber hier habe ich noch was Cooles gefunden, wobei das tatsächlich jetzt eher so Richtung Cheat Days geht, sehe ich gerade. Nein, und zwar Eis. Ich hoffe, es ist jetzt nicht geschmolzen. Double Kokos und ich glaube, die Kalorien will hier keiner wissen. Gucken wir mal. 335 auf 100 Gramm. Pro Eis sind das dann ganze 245. Also nicht sehr punktefreundlich. Und dann eine meiner Lieblingssüßigkeiten. Die haben hier jetzt so eine Sommeredition. Yoberry White. Und auch da hat eines ganze 94 Kalorien. Kann man sich also ausrechnen, wie viele Punkte das Ganze hat. Dann habe ich hier noch einen Knoblauch. Auch relativ unspektakulär. Meine feuchten Tücher, die ich immer für die Küche brauche. Und als letztes ein Tee mit neuen Kräutern. Der sah auch sehr lecker aus. Und das war es, das Ganze hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Oder beziehungsweise, also für mich sind es halt alles neue Produkte diesmal. Freut mich, die auf jeden Fall jetzt auszutesten. Und ja, ihr könnt mir ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so als nächstes sehen wollt. Ich glaube, wir sind hier ziemlich gut aufgestellt mit Supermärkten. Netto fehlt mir noch, Kaufland fehlt mir noch, Aldi Nord könnte ich noch bringen. Real? Edeka, Rewe, was weiß ich. Schreibt es in die Kommentare, was euch interessieren würde. Ansonsten verlinke ich euch hier zwei Videos von mir, könnt ihr gerne reinschauen. Ein Abo-Knöpfchen, falls ihr noch kein Abonnent sein solltet. Und natürlich hier unten auf dem kleinen Dreieck die Infobox, wo ihr alle weiteren Infos findet zu mir und zu meinen Produkten. Und ich sage Tschüss und bis dahin, eure Laura.